müssen verhindern, dass das wieder passiert. Das nehme ich für unterwegs mit. Qualm und Schweiß. Daran erkennt man einen guten Arzt. Etwas Vorrat. Ziemlich faszinierend, wenn Sie nicht gerade nach mir suchen würden. Als man die Feder an. Ich mach dich kalt. Mit dem Ding trifft man einfach nicht. Thank you.
viel zum Thema leichtes Gepäck. Ich bin froh, dass ich angehalten habe. Früher einmal waren die Maschinen so vorhersehbar wie Tag und Nacht. Doch das ist längst nicht mehr. Was für eine Zeit. Die Vorführung letzte Woche war viel besser. Du willst gar nicht wissen, was sie getan haben. Ich hätte sich noch über
Ich mische mich in politische Dinge nicht ein. Sicher. Königwache. Diese Tage sind längst vorbei. Mein Bote wird die Neuigkeiten im Anrecht verbreiten. Wenn noch irgendetwas für Ihre Trauerfeier gebraucht wird, sagt es einfach. Schön, dass du da bist. Es ist so schrecklich mit Ersa. Dass sie schließlich doch tot ist, erscheint grausam. Sie würde hier keine Zeit verschwenden. Sie würde Derwal suchen. Sie sagte, er sprach von Rauch, der die Sonne verdunkelt. Sag ihnen, was du gefunden hast. Ein Brief. Darin ging es um eine Lieferung Lohe an ein Lagerhaus hier. Aber der Empfänger war nicht Derwal, sondern ein Elund Schmied. Sagt dir der Name was? Kommt mir bekannt vor. Ja, ein Hausbesitzer. Die Osaram haben in der ganzen Stadt Häuser gekauft, eins davon unter diesem Namen. Mal sehen, es steht am Rand des Berges, nahe beim Tempel. Es war mal ein Laden, der auch als Lager nutzbar ist. Wenn Derwal es unter falschem Namen gekauft hat, könnte er jetzt dort sein. Ich rufe meine Männer. Wir treffen uns dort. Erend, warte. Denk dran, niemand hasst Derwal mehr als dein eigener Stamm. Die Klane würden einiges für ihn geben. Er soll leben? Damit du um ihn feilschen kannst? Das kann nicht dein Ernst sein. Für die Sicherheit müssen wir Frieden halten. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, nimm ihn gefangen. Und das ist dein Befehl. Aloy, einen Moment. Bitte. Als wir sprachen, sagte Erend mir nichts über die Details von Ersas Tod. Verständlich, natürlich. Aber da alles meiner Vorstellung überlassen blieb, male ich mir das Schlimmste aus. Du warst dort. Hat sie gelitten. Daran sollten wir nicht denken. Wir müssen jetzt ihren Mörder fassen, bevor er nochmal zuschlägt. Du klingst wirklich wie sie. Du hast natürlich recht. Finde Derwal und bring ihn zu mir. Er wird für sein Verbrechen büßen. Kräftige Abenteurer, vorzugsweise ohne Freunde und Familie. Keine Bedingung. Dies ist das Haus. Bist du da, Derwal? Überraschungsbesuch! Oder er hat eine Überraschung für uns. Ist das eine Bombe? Eine echte Bombe. Sieht nicht besonders groß aus. Gut gefertigt. Groß genug, um uns zu töten. Stimmt. Ich halte meinen Mund. Lohe. Sie muss da oben irgendwo auslaufen. Wenn ich versuche, sie auseinanderzunehmen, geht eine Sprengladung los.
Wenn diese Bombe hochgeht, das ist diese Lohr einen Feuersturm entfachen. Wenn die Bombe unten hochgeht, passiert, was der Wal gesagt hat. Rauch verdunkelt die Sonne. Und die Stadt steht in Flammen. Wir müssen das unbedingt verhindern. Also, geht das Ding gleich hoch? Es ist nämlich so, ich mag Bomben nicht besonders und ganz besonders nicht in meiner Nähe. Wird es irgendeine Warnung geben, du weißt schon, bevor sie uns in Fetzen reißt? Eine Halterung aus Holz. Nicht sehr stabil. Hilf mir, das muss raus. Okay, hohe Gewalt, das kann ich gut. Und dann? Es rettet die Stadt, hoffe ich. Aber wenn die Lohe fällt, lauf weg. Denn die Sprengladung an der Bombe unten lässt sie dann hochgehen. Und überleben wir das? Vermutlich nicht. Jetzt drück! Ah! Geschafft! Derwals beste Chance. Und Meridian steht noch. Es ist nicht vorbei. Der Wal sagte, Avad soll Zeuge sein. Niemals. Dazu müsste er in den Palast eindringen. Und der wird sehr gut bewacht. Geh zurück, nur zur Sicherheit. Ich sehe mich hier mal um. Vielleicht haben sie etwas zurückgelassen, außer der Bombe. Verstanden. Keine Sorge. Wenn er in den Palast will, ist er erledigt. Stiefelspuren mit ein wenig Lohe darin. Kann ich euch vielleicht eine etwas mit der Gelegenheit und eine Eimerkette bilden? Sieh dir diese Waren an. Das sind keine Waren. Was ist passiert? So ein Knall habe ich seit der Befreiung nicht mehr gehört. Ich möchte mit dir über eine Sache voller Anmut und Schönheit sprechen. Vom Rand des Berges steigt Rauch auf. Werden wir angegriffen? Die Spur führt hinein. Noch eins von der Wals verstecken? Weil den Zünder zusammengebaut haben. Oh nein. Er hat die Wand durchbrochen. Der Wal hat einen Weg in den Palast gefunden.
Ich würde zu gern den Sonnengott auf Knien sehen. Hör auf zu nörgeln, Mann. Der hat mich gesehen. Dann mal los. In Deckung, sonst war's das. Sieh dich an, Avad, der zitternde Spross eines irren Königs. Du nahmst mir das Recht, deinen Vater zu töten. Also bist du stattdessen dran. Es wird ein Genuss, die Kaja brennen zu sehen. Besonders, weil du mit mir zuschauen wirst. Sag Lebwohl zu Meridian, Avad. Riech den Gestank und schluck die Asche. Da stimmt was nicht. Ich habe nichts gehört. Da hinten steigt eine kleine Rauchwolke auf. Nein! Es sollte ein Feuersturm sein und keine kleine Rauchwolke! Ich hab schon zu viel dabei. Was ist das? Oh, du bist wohl die Nora, die mein Lager überfallen hat. Und die Bombe deaktiviert hat. Tatsächlich. Tja, Bombe oder nicht. In diesem Thronsaal fließt heute Blut. Erst deins, dann erwart's. Was entdeckt. Können wir das beenden? Ich muss... Er war bloß immer seine Frauen für ihn den Maschinen überlassen. Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Thank you.
magischen Glitzerhabichte. Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Wird zu schwer. So sehr ich mir wünsche, dass Ersa es tun könnte, töte ich dich auch gern selbst. Nur zu. Ich fürchte mich nicht. Doch wie ich dich kenne, Erend, wirst du es versauen. Ich weiß, wovor du dich fürchtest. Nach Hauptquell zurückzukehren. Jeder Clan im Anrecht will deinen Tod. Und er soll möglichst schmerzhaft sein. Sie werden sogar Geld dafür bieten. Du überlässt das Töten also wieder mal anderen. Halt's mal! Der Sonnenkönig wird jetzt entscheiden. Eloy, mich einfach nur zu bedanken, das erscheint mir unzureichend. Du hast mein Leben gerettet. Und auch Meridian. Und dank dir wird Ersas Mörder bestraft werden. Wir können nun um sie trauern, ohne quälende Unsicherheit. Ich weiß nicht, was wir ohne dich gemacht hätten. Es ist kaum vorstellbar. Ich hoffe, du bleibst hier bei uns in Meridian. Wart ihr und Ersa, ihr wisst schon. Es ist wohl offensichtlich, was ich für sie empfand. Sie gab mir nicht nur Ratschläge, sie gab mir Kraft. Doch es hatte keine Zukunft. Das Verhältnis zwischen den Kaja und den Osaram hier war ohnehin schon angespannt. Die Verbindung des Sonnenkönigs zu einer Osaram hätte zu einer Revolte geführt. Und vermutlich zum Krieg mit den Clans. Wusste es jemand? Nur einer. Derval. Er wollte Ersa, doch sie verschmähte ihn. Und so wurde Eifersucht zu einem weiteren seiner Motive. Was genau passiert jetzt mit Derval? Im Moment
sitzt er in einer der alten Zellen unter dem Sonnenring hier in Meridian. Und was mit ihm passiert, wenn wir seine Auslieferung an Hauptquell beschließen, ich will gar nicht daran denken. Mein Vater war sehr kreativ, was Folterwerkzeuge angeht. Aber manche Osram-Geräte übertreffen selbst seine Vorstellungen. Zu schade. Derval ist ein brillanter Mann. Ich frage mich, was er wohl erreicht hätte, wenn mein Vater nicht gewesen wäre. Warum soll ich in Meridian bleiben? Ich dachte, das wäre offensichtlich. Für mich nicht. Tja, zunächst einmal hast du verhindert, dass die Stadt abbrennt. Du bist stark, schlau und kompetent. Ich könnte jemanden wie dich an meiner Seite gebrauchen. Betrachten wir doch mal genauer, was ihr da gerade gesagt habt. Ersa ist gerade erst tot. Eine Frau, die an eurer Seite stand und durchaus sehr stark, schlau und kompetent war. Es ist klar, was ihr für sie empfunden habt. Und jetzt soll ich ihren Platz einnehmen? Ist das ein Jobangebot oder ein Antrag? Bei der Sonne, du hast wirklich sehr viel von Ersa. Besonders den gnadenlosen Blick für Dummheiten. Bitte, nimm meine Entschuldigung an. Ich habe wohl zu vorschnell gesprochen. Ich brauche etwas Zeit, um meine Gefühle zu ordnen. Ich werde dir immer dankbar sein, Eloy. Und mit der Zeit möchte ich dich besser kennenlernen. Belassen wir es dabei? Ich muss jetzt gehen. Natürlich. Ich hoffe, du findest, was du suchst, Eloy. Und wenn du mich brauchst, helfe ich dir. So sicher, wie die Sonne aufgeht. Eloy, ich dachte gerade an Ersa. Sie hätte derweil sofort getötet. Ich weiß es. Darum wollte sie sich mit ihm treffen, um ihn zu töten. Und sie sagte, ich soll erwachsen werden. Ich gebe zu, es tat weh, als sie das sagte, aber ich nehm's mir zu Herzen. Und erwachsen sein heißt dann wohl, das tun, was man soll und nicht das, was man will. Richtig? Das fragst du mich? Du bist doch bestimmt älter. Ja, aber ich handle nicht so, oder? Bei der Wahl schon. Das will nicht allzu viel heißen. Ein Teil von mir will ihm immer noch heimlich den Hals umdrehen. Ja, aber du tust es nicht, weil du ein guter Hauptmann bist. Hör bloß auf, sonst weine ich noch. Tja, und nach all dem, was kommt als nächstes für Gardist Erend? Ich reise jetzt erst einmal zum Anrecht. Ich besuche meinen Clan und wir werden Ersa würdig bestatten, wie sie es gewollt hätte. Und das bedeutet, wenig reden, viel trinken. Was glaubst du, machen die Osram mit der Wahl? Erstmal werden sie lange darüber streiten. Aber egal, wie es ausgeht, es wird schmerzhaft. Damit kann ich leben. Ich glaube, ich schau mal in seiner Zelle vorbei und erzähle ihm davon. Tja? Ich weiß, du musst gehen. Mörder finden, Maschinen bezwingen, alles vor dem Frühstück. Weißt du was? Als wir uns trafen, hielt ich mich für einen tollen Kerl, der sich mit einem hübschen Mädchen aus dem Nirgendwo abgibt. Dabei war es ein Glück, dass du eine Minute Zeit für mich hattest. Und vergiss mich nicht, während du da draußen die Welt veränderst. Ich habe immer eine Minute für dich. Vielleicht sogar zwei. Zwei? Sie mag mich.
Händler meiner Familie noch das ganze Geschäft ruinieren. Haben einen zu großen Einfluss im Palast. Das ist schon ein bisschen frivol, oder?